Infektionen mit dem Affenpockenvirus werden in einzunehmender Zahl von Ländern gemeldet. Esther Künzli vom Schweizerischen Institut für Tropengesundheit und Public Health erklärt, warum sie der weiteren Entwicklung des Ausbruchs optimistisch gegenübersteht. 117. Uns geht ein Europa und den Vereinigten Staaten noch nie bekannte Verbindungen zu der Zentralafrika beobachtet wurde. 108 Fälle in 10 Ländern außerhalb Afrikas waren es am Freitag, so der Berliner Immunologe Leif Alexander Twitter Sander unterstrich Labestier Künstlistel vertreten deutsche Fertzti namens Schweizerischen Institut für Tropen und Publisher als Sitkai. Was ist das? Die Zahl der bestätigten und vermuteten Fälle von Affenpocken außerhalb Afrikas ist auf über 100 gestiegen. Der aktuelle Ausbruch betrifft mittlerweile 10 Länder. Wie sie die Situation einschätzt, verrät es hier Künzlistel vertreten Deutsche Feld 7 Mai seinen ersten Fall der Krankheit und etwa 2 Wochen später wurden hunderte von Fällen außerhalb Afrikas gemeldet. Tanien, Portugal, Spanien, Italien, Schweden, Belgien, Nusa, Kanada und Deutschland betroffen. Australien untersuchte einen weiteren Verdachtsfall am 108 Fell 1 in Ländern außerhalb Afrikas. Saftpockens in eine seltene Krankheit, die ein Teil Afrikas endemisch ist, was bedeutet, dass es Zahl auftritt, aber auch außerhalb Kontinentaleuropas gab es in der Vergangenheit. Diese Rückkehr an oder kontaminierte Materialkontakt, es gab einen großen Ausbruch in 2003 M.